Hallo, sehr geehrte Experten, wir haben gerade schon kurz gesprochen und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt dazugekommen sind, herzlich willkommen zum ersten Webinar des Science Media Center, in dem wir gemeinsam mit den Experten, die Sie hoffentlich alle im Bildschirm sehen, einen knappen Überblick geben wollen über die Entwicklung von Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Das Virus breitet sich weiter global aus. Auch in Deutschland haben wir jetzt echt hohe Fallzahlen bekommen heute. In den vergangenen Tagen hat man immer wieder die Rufe nach den Impfstoffen vernehmen können. Und man hat auch schon einige vermeintliche Erfolgsmeldungen gehört. Die Welt wünscht sich also irgendwie einen Impfstoff gegen Corona. Aber wie realistisch für das virtuelle Pressbriefing konnten wir drei Fachleute gewinnen, die Sie eben hoffentlich auch alle drei sehen und die Sie gleich hören werden. Vielen Dank, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben in diesen etwas doch stressigen Zeiten wahrscheinlich für Sie. Ja. Wir wollen gleich auf jeden Fall die Fragen eben von Journalisten beantworten, die Sie Fragen haben als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Können Sie die hier in den Chat posten? Da ist so ein Chat-Tool mit drin in diesem Webinarraum. Wir werden sie dann eben reingeben, wenn es passt. Sie sehen nicht die Fragen der anderen Journalisten, nur Ihre eigene. Ich sehe aber alle und werde sie eben dann reingeben, wenn es passt. Also nicht wundern, wenn Sie nichts anderes sehen in dem Chat, aber ich sehe das alles. Damit wir auch nicht zu viel Zeit verlieren und gleich zu den Fragen kommen können, würde ich ganz kurz die Experten bitten, sich gleich vorzustellen. Zum Thema Coronavirus und Impfstoff. Ich würde mal anfangen in alphabetischer Reihenfolge. Darf ich zuerst Professor Dr. Stefan Becker bitten. Er ist Direktor des Instituts für Virologie an der Philipps-Universität in Marburg und ist Koordinator und stellvertretender Standortsprecher für das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, DZIF abgekürzt, das sitzt in Braunschweig. Herr Becker, dürfte ich Sie kurz bitten? Ja, erstmal vielen Dank für Ihre Aktivität. Ich finde das eine sehr gute Sache. Ich hoffe, dass wir viel positive Rückmeldungen bekommen. Wir tun alles dafür. Ich komme zu dem SARS-Coronavirus 2, wie wir das jetzt nennen, dieses neue Coronavirus, aus unserer Aktivität innerhalb des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Da interessieren wir uns in der Sektion Emerging Infections für Ausbrüche, wie jetzt eben gerade dieses neue Coronavirus, also Viren, die meistens von dem Tier auf den Menschen überspringen und dann bei den Menschen die Erkrankung auslösen. Und wir haben in der Vergangenheit bei einem ähnlichen Coronavirus, das MERS-Coronavirus, einen Impfstoff entwickelt und haben den auf einer Plattformbasis quasi gemacht und haben jetzt vor kurzem die klinische Phase 1 für diesen Impfstoff abgeschlossen. Und wir wollen unsere Erfahrungen aus diesem MERS-Coronavirus-Impfstoff gerne auf dieses SARS-CoV-2 übertragen. Vielen Dank. Da gehen wir vielleicht gleich noch näher drauf ein. Ich würde erstmal eben die anderen Experten bitten. Und zwar als nächstes wäre da Herr Professor Dr. Klaus Cichutek. Er ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Das ist das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, abgekürzt PEI. Und Sie sitzen in Langen gerade. Hallo. Hallo. Würden Sie kurz Ihr Eingangsstatement einmal geben? Ja, mache ich gerne. Das Paul-Ehrlich-Institut ist in mehrfacher Hinsicht involviert und hat starkes Interesse, die Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 zu unterstützen. Zum einen erforschen wir selber unterschiedliche Impfstoffplattformen. Wir versuchen also Hands-on-Erfahrung zumindest im Labor und an den Tiermodellen zu bekommen. Wir nehmen aber nicht an der Produktentwicklung aktiv teil. Wir sind Teil des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung, genauso wie Stefan Becker, und versuchen auch hier unseren Teil beizutragen. Da haben wir auch eine spezielle Plattform, die Product Development Unit, aufgebaut, um gerade Impfstoffentwicklung und andere Therapeutikaentwicklung speziell zu unterstützen. Und als Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel ist es unser Job, sehr früh zu beraten. Wir haben schon einige Scientific Advices, wie es heißt, durchgeführt auf nationaler Ebene. Wir sind dabei, wenn es um Inspektionen und Erteilung der Herstellungserlaubnis geht. Das ist notwendig, um qualitätsgesichertes Prüfmaterial für eine klinische Prüfung von Impfstoffen herzustellen. Wir definieren auch die Anforderungen in Bezug auf die nichtklinischen Daten, die vor einer ersten Anwendung eines neuen Impfstoffs geliefert werden müssen. Und wir genehmigen dann die klinischen Prüfungen. Natürlich muss dazu auch ein Ethikkommissionsvotum da sein. Und diese klinischen Prüfungen müssen auch ein spezielles Design haben, haben normalerweise die Phasen 1, 2 und 3.
bis wir genügend Daten gesammelt haben zur Sicherheit und Wirksamkeit, Verträglichkeit eines Impfstoffes. Und dann würde es im nächsten Schritt, aber nachdem diese Prozesse normalerweise Jahre dauern, an die Zulassung gehen. Und alle zugelassenen Impfstoffe, da können unsere Zuhörer von ausgehen, haben ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis. Und wir beobachten auch deren Verträglichkeit nach der Zulassung, sodass wir also im Grunde regulatorisches Lifecycle-Development haben und diese Entwicklung von unserer Seite sehr stark unterstützen möchten. Vielen Dank. Mal sehr informativ. Und wir haben noch einen dritten im Bunde, live aus New York zugeschaltet. Deswegen guten Morgen, Herr Krammer. Das ist Professor Dr. Florian Krammer. Er ist Professor für Vakzinologie am Department of Microbiology an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. Also deshalb guten Morgen. Würden Sie sich auch kurz einmal vorstellen? Ja, guten Morgen. Unser Labor arbeitet grundsätzlich an Influenza-Impfstoffen, aber auch an Interaktionen zwischen Antikörpern und Viren. Wir haben angefangen, im Jänner angefangen an Coronaviren zu arbeiten, und die Rolle, die wir momentan haben, ist wirklich Reagenzien herzustellen, um Immunantworten sich anzuschauen. Also wir haben da angefangen, damit Immunantworten zu charakterisieren von Leuten, die eben mit diesem neuartigen Coronavirus infiziert worden sind. Das wollen wir dann auch in Impfstoffentwicklung einbauen. Wir arbeiten an Tiermodellen, um Impfstoffe zu evaluieren. Das ist in dem Fall sehr wichtig, weil es da durchaus Daten von SARS- und MERS-Impfstoffen gibt, wo man eben gezeigt hat, dass es vielleicht zu einer Enhanced Disease kommen kann nach dem Impfen. Also wir schauen uns das auf der immunologischen Seite an. Ich weiß nicht, wie stark wir in die Impfstoffentwicklung involviert werden, weil natürlich die Firmen, die jetzt damit angefangen haben, das versuchen extrem schnell durch die klinischen Studien zu bringen, und akademisch ist das natürlich schwierig. Mhm. Super, vielen Dank schon mal dafür, Entschuldigung. Wir kommen gleich vielleicht auf das Enhancement, Antibody-Dependent Enhancement, was Sie gerade schon angesprochen haben, nochmal zurück. Das ist nämlich auch schon eine Frage, die ich hier bekommen habe. Vielleicht steigen wir damit ein, auch wenn das eine sehr tiefgehende Frage ist. Können Sie vielleicht einmal kurz erklären, weil Sie es gerade schon genannt haben, worum geht es genau? Also ADE wird das abgekürzt. Es gab jetzt schon mehrere Artikel, die das so ein bisschen in Frage gestellt haben, ist das vielleicht auch bei dem jetzigen Coronavirus der Fall? Ist das vielleicht schwierig, deshalb einen Impfstoff zu entwickeln? Können Sie das Phänomen kurz erklären und inwiefern Sie das einschätzen würden, ob das hier vorliegt oder nicht aus Ihren Forschungen? Ich glaube, ADE ist in dem Fall vielleicht gar nicht so das richtige Wort. Das steht hier, Antibody-Dependent Enhancement. Es hat verschiedene Studien gegeben, eben bei SARS-Impfstoffen, Studien in Frettchen zum Beispiel, wo es dann nach einer viralen Infektion nach der Impfung zu erhöhten Leberwerten gekommen ist. Und in anderen Modellen, in Mäusen zum Beispiel, hat man gesehen, dass es stärkere Infiltration der Lunge mit Eosinophilen gibt. Viele der Daten, die da rauskommen sind zu SARS, zeigen eigentlich, dass es jetzt nicht wirklich ein Enhancement ist, also die Labortiere, die da geimpft wurden und dann mit dem Virus infiziert worden sind, hatten dann im Prinzip eine bessere Überlebenschance als Tiere, die komplett naiv waren und nicht geimpft worden sind. Aber man muss dann natürlich in der Impfstoffentwicklung aufpassen. Man will jetzt nicht einen Impfstoff entwickeln und dann Hunderttausende von Menschen impfen, um dann zu sehen, dass das einen negativen Effekt hat. Also in meiner Einschätzung nach wird es nicht wirklich ein Problem werden, aber man muss sich das sehr genau anschauen, wenn man die Impfstoffe testet. Herr Zichotek, da sind Sie gerade schon drauf eingegangen, genau. Das müsste ja dann quasi in der Präklinik auch irgendwie gezeigt werden. Was für Vorgaben haben Sie denn da ein paar, die Sie an der Impfstoffentwicklung stellen würden? Das ist tatsächlich so, dass wir mit den Antragstellern, die im Moment sehr interessiert sind, ihre Impfstoffkonzepte auf SARS-CoV-2 umzustellen, darüber Diskussionen führen. Ist natürlich so, dass wir das als theoretisches Risiko im Moment betrachten, denn es gibt ja keinen Impfstoff, der dieses Risiko wirklich gezeigt hat. Das ist eine Theorieannahme, trotzdem muss man dem selbstverständlich nachgehen. Es gibt da Labortests, genauso wie Tests an Tieren, mit denen dieses Risiko betrachtet werden kann, und diese Anforderungen werden wir stellen.
in Bezug auf die präklinischen Daten, die geliefert werden müssen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, man darf nicht vergessen, dass nur wenige Papers darauf hinweisen. Ich habe bisher keine ernstzunehmenden Hinweise beim Infektionsverlauf mit SARS-CoV-2, dass hier Antibody-Dependent Enhancement eine Rolle spielen könnte. Das ist sehr beruhigend. Zum anderen ist es so, dass nur wenige Papers darauf hinweisen. Und das Phänomen besteht darin, dass im Grunde Antikörper, die jetzt nicht das Virus neutralisieren, also nicht davon abhalten, neue Zellen zu infizieren, an das Virus binden und dann die Infektion von neuen Zellen vermitteln und sozusagen mehr Virus auch in Zellen einschleppen können, die normalerweise vom Virus nicht betroffen sind. Mhm. Und dieses Phänomen ist uns bekannt, zum Beispiel von anderen Impfstoffen. Und da ist es so, dass man eine bestimmte Konformation, also eine bestimmte Form des Antigens für den Impfstoff benutzen muss in den Impfstoffen. Und dann kann man eigentlich bevorzugt neutralisierende Antikörper induzieren, vielleicht auch eine gute zelluläre Immunantwort und weniger dieser schädlichen Enhancing Antibodies, sodass man also auch mit genetischen Modifikationen genau dieses Problem bearbeiten kann. Wichtig ist vielleicht auch nochmal für die Zuhörer und Zuschauer wahrzunehmen, aufgrund der Vorarbeiten, die wir gemacht haben mit MERS-Coronavirus, wissen wir ja sehr viel. Wir wissen erstens, es ist das Spike-Protein, bestimmte Domänen, die benutzt werden müssen im Impfstoff. Zweitens, wir wissen, dass neutralisierende Antikörper hier induziert werden können und dass tatsächlich zumindest in MERS-Coronavirus-Infektionsmodellen am Tier ein sehr guter Schutz erreicht werden kann. Herr Becker kann das noch im Detail ausführen. Genau, ja. Und wir wissen auch, dass unterschiedliche Impfstoffplattformen, wie wir sagen, geeignet sind, hier zu Impfstoffen zu kommen. Wir haben auch die Hoffnung, dass bestimmte Plattformen wie DNA, RNA-Plattformen, vielleicht auch in gewisser Weise Vektorplattformen, besonders geeignet sind, jetzt umgestellt zu werden, sind auch deswegen besonders geeignet, weil die spezielle Konformation des Spike-Proteins als Antigen induziert und benutzt werden kann. Mhm. Und zum anderen gibt es ja die Idee, dass hier vielleicht in sehr kurzer Zeit sehr große Mengen Impfstoffdosen hergestellt werden können, sodass wir schnell im Bedarfsfall dann noch Impfstoff haben. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, auf eben das Upscaling, also wie viel kriegen wir eigentlich am Ende raus, auch wenn wir jetzt wissen, was man eben verimpfen kann. Herr Becker, vielleicht können Sie da nochmal eben kurz drauf eingehen. Sie haben ja auch eben, wie Sie gerade schon erzählt haben, am MERS auch schon geforscht und Sie forschen auch jetzt an einem Impfstoff in Marburg gegen das SARS-CoV-2. Wie, sagen wir mal, also wie problematisch ist der Virus jetzt, wenn man ihn mit anderen vergleicht? Gibt es da irgendwelche besonderen Probleme für SARS-CoV-2? Und vielleicht die zweite Frage, die jetzt auch gerade schon von einem Journalisten gestellt wurde, von Herrn Theis, der zielt darauf ab, ob vielleicht die mRNA-Plattform, die auch Herr Ciutek gerade schon angesprochen hat, die erfolgsversprechendste sein könnte. Das ist seine Frage. Ich glaube, das zielt so ein bisschen darauf ab, weil das CureVac im Moment schon in den Medien war und die versuchen ja eben eine mRNA-Plattform eben herzustellen, wenn ich das richtig weiß. Ist das Erfolgsversprechende oder sind die anderen genauso erfolgsversprechend oder anders? Herr Becker? Ja, genau. Also ich sehe jetzt keine großen Schwierigkeiten bei dem SARS-CoV-2 im Vergleich zu dem MERS-Coronavirus, weil die Spike-Proteine, die Spike-Proteine, die man hat, sind natürlich unterschiedlich, aber strukturell nicht so unterschiedlich, dass man jetzt da größere Probleme erwarten sollte. Die Frage nach dem, was ist denn jetzt der erfolgsversprechendste Impfstoff? Ich glaube, momentan, solange wir das eben noch nicht wissen, müssen wir sehr viele verschiedene Impfstoffe entwickeln, bis ich mal sagen kann, was ist der beste. Die mRNAs, das hat Ciutek ja gerade eben schon gesagt, und die DNA-Impfstoffe, die zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass man die sehr gut skalieren kann, also in großen Mengen herstellen kann und wahrscheinlich auch sehr schnell ist bei der Herstellung, dann, bis man dieses Produkt, diese mRNA oder die DNA hat. Aber aus unserer Erfahrung her wissen wir, dass es nicht so sehr die Produktion des Impfstoffes selbst oder des Kandidatenimpfstoffes selbst ist, die Zeit frisst, sondern danach die Testung. Die Testung sowohl in dem präklinischen Modell, da braucht man ein vernünftiges, das haben wir noch nicht wirklich für das neue SARS-Coronavirus. Und dann natürlich dann auch die klinischen Testungen, die sind insgesamt die wirklich die Zeit fressen. Und deswegen sind die Vorhersagen jetzt, die man gehört hat aus Israel, doch sehr optimistisch. Genau, das ist, genau. Das wird Herr Ciutek wahrscheinlich dann nochmal sagen.
Ja, vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Also es gab von einer Forschergruppe namens Migal aus Israel eben die erfolgsversprechende Meldung, in 9 Wochen, glaube ich, war die Zeitspanne, haben wir einen Impfstoff. So, das heißt ja an sich erstmal noch nichts aus, also das sagt ja noch nichts aus, wir haben einen Impfstoff, man muss ihn ja sowieso erstmal eben, wie Sie auch schon gesagt haben, testen und dann sogar in großen Varianten herstellen können. Herr Krammer, ich würde Sie kurz mal eben mit einbeziehen. Ich habe auf Twitter gesehen, dass Sie eine tolle Grafik veröffentlicht haben. Da war immer so der ganze Weg von, wir kennen das Virus, bis hin zu, wir haben einen Impfstoff, den wir verimpfen können, abgebildet, in sehr ganz knapp. Ich habe das jetzt einfach mal gesagt, dass Sie die auf Twitter gepostet haben. Vielleicht könnte ich die auch später hier im Webinar nochmal verlinken für die anderen Journalisten, weil ich fand das wirklich sehr hilfreich. Und könnten Sie vielleicht einmal kurz, da wir die jetzt nicht sehen, in ganz einfachen Worten erklären, wo wir genau gerade stehen? Also was macht Migal, dass Sie eben sagen, wir haben jetzt eine Erfolgsmeldung. An welchem Punkt stehen wir da eigentlich genau? Also eben einmal vielleicht diese Abbildung in Worten darstellen. Naja, wie schon gesagt worden ist, das Antigen ist leicht zu identifizieren. Das ist das Spike-Protein. Das ist wirklich das Hauptantigen, das man braucht, um neutralisierende Antikörper zu bekommen. Und das war schnell klar. Das Problem ist jetzt, es muss präklinische Studien geben. Es wird nach einem Tiermodell gesucht, also in Mäusen funktioniert das zum Beispiel überhaupt nicht. Es sind transgene Mäuse für SARS verwendet worden, die funktionieren anscheinend. Da hat es mittlerweile eine Publikation gegeben, für das neue SARS-CoV-2 nicht. Jetzt ist die Frage, welches Tiermodell man verwenden kann. Das ist schon mal ein kleines Problem. Die meisten Ansätze, die man da jetzt sieht von Firmen, die von CEPI finanziert werden und so weiter und so fort, sind in dieser präklinischen Phase. Man kann natürlich Tiere impfen und sich neutralisierende Antikörper anschauen. Einer der Impfstoffe hat gestern angefangen, Phase 1 angefangen. Und das ist ein RNA-Impfstoff, der von Moderna und vom Vaccine Research Center am NIH entwickelt worden ist. Mhm. Also die haben gestern mit dem Enrollment begonnen. Die sind sehr schnell in Phase 1 gegangen, aber das Problem ist größeres. Also es sind jetzt viele Firmen auf das aufgesprungen, viele Biotech-Firmen, aber die meisten dieser Firmen oder keine dieser Firmen hat eigentlich einen Impfstoff am Markt. Die haben keine Produktionskapazität, um Millionen von Dosen herzustellen. Das muss alles im Prinzip gebaut werden. Und man muss das jetzt natürlich durch die Klinik bringen. Ich weiß nicht, ob man das traditionelle Phase 1, Phase 2, Phase 3 Schema in den USA verwenden wird oder nicht. Möglicherweise gibt's da, kann man das schneller machen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Impfstoff für die Bevölkerung erhältlich sein wird vor 2021. Mhm. Da gibt es sehr viele Schritte, durch die man durch muss. Und das wird erschwert durch den Faktor, dass eben große Firmen, die Impfstoffe am Markt haben, da jetzt nicht wirklich eingestiegen sind. Und die neuen Technologien, die da eben jetzt verwendet werden, die gibt es eigentlich noch keine große Produktionskapazität. Und das ist ein Problem. Herr Psychotech, ich würde gleich auf Sie zu sprechen kommen. Ich würde noch einmal kurz nachhaken bei Herrn Krammer. Herr Trump und die US-Politik hat ja jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen, ich sag mal, gepusht in Richtung, hey, Big Pharma, kriegen wir da nicht was hin und zwar schneller. Wie aussichtsreich ist das überhaupt, dass sich die Politik da so einschaltet und welche Schritte könnte man in den USA zum Beispiel überspringen? Weil wenn Sie sagen, wir haben eigentlich noch gar kein richtig gutes Tiermodell, gehen jetzt aber in Phase 1, könnte man ja auch mal in Frage stellen. Naja, man hat eine schnelle Phase 1 gehen können, weil es natürlich für diese Produktionstechnologie Daten von anderen Impfstoffkandidaten gibt, von CMV zum Beispiel. Moderna hatte auch einen Influenza-Impfstoff in Phase 1. Ich glaube, man sollte nicht so sehr auf die Politiker hören, man sollte auf die Experten hören. Der US-Experte, auf den man da hören sollte, ist der Tony Fauci, das ist der Direktor vom NIAID, das ist quasi der Infectious Disease Branch der NIH. Und der sagt eben nach wie vor 12 bis 18 Monate. Und ich glaube, das ist realistisch. Ich glaube nicht, dass wir viel schneller was haben werden. Herr Psychotech, Sie wollten gerade sich dazu einmal äußern. Sie sind ja quasi der Experte, was man braucht und was man für beschleunigen kann. Ja, ich gehe davon aus, dass auch in Deutschland bis zum Frühsommer vielleicht sogar erste klinische Prüfungen beginnen werden. Aber das sind orientierende klinische Prüfungen. Normalerweise finden die etwa mit 20 bis vielleicht 100 Probanden statt.
Das ist eine generelle Liste. Und ja, wir müssen nach dem Beginn solcher klinischen Prüfungen natürlich erstmal gute Daten sammeln. Dann kommt es auf das Enrollment an, wie viele Probanden werden sich tatsächlich melden. Ich gehe mal davon aus, in der jetzigen Epidemie werden das schon eine große Anzahl sein. Und wir müssen natürlich eine gewisse Zeit abwarten nach der Impfung, um eine gute Idee über die Verträglichkeit zu haben und natürlich auch genaue Daten zu erheben. Erzeugen wir die richtigen neutralisierenden Antikörper? Gibt es anderen Immunschutz, der erzeugt wird? Wie sieht das generelle Bild aus? Das würde ich sagen, nimmt Monate in Anspruch, ohne jetzt eine ganz klare Zahl sagen zu können. Dann allerdings muss ich sagen, könnten wir überlegen, wenn das Szenario so wäre, dass diese klinischen Prüfungen gut ausgehen und tatsächlich die Epidemie noch weiter anhält, dass wir, naja, sagen wir mal sehr optimistisch geschätzt, zu Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres in größere klinische Prüfungen der Phase 2 oder Phase 2/3, also einer kombinierten Phase, eintreten könnten. Und wenn die Herstellung dann steht, vielleicht schon mit Tausenden oder auch Zehntausenden von Probanden in der Lage wären, A, nochmal genauere Daten zu Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffs sozusagen unter der Belastung in der Bevölkerung zu erheben, zum anderen aber schon bestimmten Bevölkerungsgruppen, die bevorzugt enrollt werden können, helfen zu können und eine gewisse Schutzwirkung dazu haben. Das sind die optimistischen Szenarien. Mhm. Wie gesagt, es hängt davon ab, gehen die klinischen Prüfungen gut aus. In Bezug auf die Herstellung gehe ich davon aus, dass die Firmen jetzt schon darüber nachdenken, tatsächlich natürlich erstmal Prüfmaterial für diese kleineren Probandenzahlen herzustellen, aber dann an Upscaling zu denken, um relativ früh auch größere Mengen von Impfstoff herstellen zu können. Und vielleicht eine letzte Bemerkung zu den Bemerkungen der Politiker. Wenn man sagt, Impfstoff wird bald da sein, dann muss man das so nehmen, dass Impfstoff bald in ersten klinischen Prüfungen getestet werden kann. Und dann wird man absehen, wie lange das nächste Szenario ist. Grundsätzlich, und das ist vielleicht ein Thema, das wir auch diskutieren könnten, würden wir uns wünschen, und das hat beim letzten 2003 SARS-Coronavirus 1 Ausbruch nicht so stark geklappt, dass wir jetzt eine Impfstoffzulassung erreichen, sodass man einmal eine bestimmte Impfstoffplattform gegen dieses SARS-Coronavirus bis zur Zulassung durchgezogen hat. Und deswegen präferieren wir ja im DCIV, beim Kramer und bei anderen diese Impfstoffplattform. Wir könnten dann bei einem nächsten Ausbruch auf dieser Zulassung aufbauen und sehr schnell das Antigen-Gen gegen das eines neuen Erregers austauschen und so vielleicht schneller als bisher zu einem Impfstoff kommen. Also was uns natürlich anspornen muss, ist auch Herr Spahn in Deutschland hat sehr schnell gesagt, der Impfstoff kommt zu spät, das können wir nicht hinnehmen. Da müssen wir zusehen, dass wir Konzepte entwickeln und auch die Zulassung so weit treiben, dass beim nächsten Mal der Impfstoff zwar nicht am Tag des Ausbruchs da ist, aber zumindest innerhalb absehbarer Zeit von Wochen oder Monaten so weit vorangetrieben werden kann, dass wir schon ein bisschen Hilfe in einem Ausbruchsszenario durch Impfstoffe hätten. Herr Kramer, noch kurz dazu? Ja, ich glaube, man muss sich auch anschauen, wie sich das jetzt entwickelt. Eines der Szenarien ist, dass das Virus sich jetzt ausbreitet und sich dann in der Bevölkerung hält und zu einem zentralen Virus wird. Wir haben 4 humane Coronaviren und die machen das. Und, es wird angenommen, dass alle 4 irgendwann einmal durch eine zoonotische Übertragung in der humanen Population angekommen sind. Genau das gleiche Problem verursacht haben. Wenn das jetzt mit diesem neuen SARS-CoV-2 auch passiert, brauchen wir sowieso einen Impfstoff, weil es ist nicht anzunehmen, dass die saisonellen Infektionen dann milder sind, vor allem in alten Leuten. Also es kann sein, dass es sehr, sehr wichtig ist, einen Impfstoff zu haben, auch wenn der für eine Pandemie zu spät kommen würde, ist es dann wichtig, dass man die Bevölkerung von saisonellen Epidemien schützen kann. Ich würde dazu gerne nochmal Herrn Becker fragen. Wir hatten ja das Problem beim SARS-Ausbruch, wir hatten ja auch Kandidaten, Impfstoffforschung ist im Gange gewesen und dann waren die Patienten weg. Herr Kramer sagt jetzt, das wird wahrscheinlich bei diesem eher nicht passieren, weil er auch eher saisonal auftritt. Haben Sie da schon Erfahrungswerte zu aus Ihrer Forschung? Glauben Sie das auch? Also ich weiß das nicht. Es gibt halt bei den humanen Coronaviren manche, die unterliegen diesem saisonalen Muster, andere tun das nicht. Und ob das neue SARS-Coronavirus da zu dem einen oder dem anderen gehört, ist für mich nicht klar. Mhm. Kann man, glaube ich, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt sagen, wir hoffen natürlich alle, dass es bei warmem Wetter dann besser wird, aber ob das so ist, wissen wir leider nicht.
Und könnten Sie vielleicht, Herr Becker, noch einmal das Prinzip der Impfstoffplattformen erklären? Weil das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar geworden. Genau, das ist ja das, was Klaus Zichelbeck gerade eben angedeutet hat, dass dieses Plattformkonzept vor einigen Jahren entwickelt worden ist mit der Idee, bei so Ausbrüchen, wie wir die jetzt sehen mit dem neuen Coronavirus, wirklich schnell zu sein. Und ich glaube, man kann sagen, dass das Konzept wahrscheinlich auch aufgehen wird. Also wir haben ja mit dem, zum Beispiel jetzt, wenn man das DCIF nimmt, wir haben ja mit dem MERS-Coronavirus begonnen, mit der MVA-Plattform und können das jetzt wirklich sehr schnell auf dieses neue SARS-Coronavirus ummünzen. Und insofern haben wir das Risiko, was durch die Plattform selbst, was durch die Plattform selbst kommt, ist schon irgendwie mal auf jeden Fall angedacht oder angeguckt worden jetzt in dieser klinischen Phase-1-Studie und auch mit dieser rekombinanten MVA-Plattform, die aber auch schon früher schon mal eingesetzt worden ist. Also ich glaube, das macht es insgesamt den Regulatoren leichter, sowas das Risiko einzuschätzen, was von neuen Impfstoff dann tatsächlich kommt. Und ich glaube, dass das gilt sowohl für die Plattformen, die wir jetzt so vor Augen haben, wenn wir über die DCIF darüber reden, aber auch für diese neuen RNA- und DNA-Plattformen. Das wird sicherlich der Weg sein für die Zukunft, um solche neuen Impfstoffe herzustellen. Herr Zichelbeck, Sie wollten direkt dazu was sagen? Ja, ich stimme mit Herrn Becker da völlig überein. Ich möchte nur eins nochmal betonen. Wir reden sehr häufig von langen Wegen bis zur Zulassung oder bis zur ersten klinischen Prüfung. Also wir sind jetzt von der regulatorischen Seite so geprimed, dass wir volle Priorität allen Genehmigungsvorgängen, die da notwendig sind, geben. Und das bedeutet, dass wir da auch neue Sachen wie Rolling Review oder Vorprüfung von Anträgen und sowas vornehmen. Also regulatorisch werden wir auf jeden Fall keine Hürde sein. Aber Herr Becker hat völlig recht, wirklich relevant sind die Beobachtungszeiten in der Klinik oder auch die präklinischen Erforschungen dazu. Da muss was getan werden und das nimmt natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch. Aber durch die Plattform, die wir haben, schaffen wir es jetzt vielleicht mal mit in dieser Lage eine gute Impfstoffentwicklung durchzuziehen und auf der aufbauen, das nächste Mal dann mit einem schnelleren Plattformkonzept, schnelleren Wechsel des entsprechenden Antigen-Gens da voranzukommen. Kann man das quantifizieren, wie schnell? Weil hier kommt gerade auch eine Frage über den Chat rein. Also welche Zeiteinsparung hat man dadurch eigentlich, wenn man erst die Plattform quasi entwickelt hat und dann nur noch anpassen muss an das Virus? Ja, also die Frage lautet, welche Zeiteinsparung durch eine universelle Vakzineplattform? Wir wollen die mal modifizieren. Durch eine überhaupt zugelassene Vakzineplattform wäre die Zeiteinsparung natürlich immens bis zur ersten und zweiten. Aber wenn wir mal theoretisieren, dass wir vielleicht 6 Monate brauchen, wenn die Herstellung von dem Impfstoff da ist, die ersten klinischen Prüfungen durchzuführen, dann darauf basiert nochmal die Phase 2, 3 vielleicht ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr und dann kommt eine Zulassungsphase. So kann man sich vorstellen, dass vielleicht innerhalb von 2, 3 Jahren ein zugelassener Impfstoff schon da wäre. Aber reine Theoriemusik gestehen, müssen wir üben, müssen wir auch besser konzipieren. Aber wir arbeiten von Seiten Paul-Ehrlich-Instituts beispielsweise jetzt schon mit der WHO zusammen oder auch global mit den anderen Leitern der Zulassungsbehörden in der Welt, dass wir konzipieren, wie sollte generell das Konzept für eine Phase 1, Phase 2, 3 klinische Prüfung sein? Was sind für Kriterien vielleicht hinterher bei der Zulassung anzulegen, sodass wir hier schon alles offenlegen und allen Impfstoffentwicklern die Möglichkeit geben, da schneller voranzukommen. Jetzt vielleicht noch zu diesem Wort universal. Das kommt ja von dem universalen Influenza-Impfstoff. Da kann man wieder mit dauernd zu tun haben. Und das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Und das ist jetzt auch nicht die Frage, die uns sofort bewegen muss. Also das erste Ziel muss sein, eine gute Plattform zu haben für spezifische Coronavirus-Impfstoffe. Und dann kann man den zweiten Schritt machen, kann sich fragen, wie breit ist die Immunantwort, die wir damit erzielen? Und muss man da nochmal nachbauen, um vielleicht gegen mehrere Coronavirus-Stämme dann gleichzeitig einen spezifischen Immunschutz hinzukriegen? Aber Herr Kammer, Herr Becker werden das mit mir diskutieren. Herr Becker, Sie wollten direkt dazu was sagen? Ja, ich 2 Punkte nochmal. Das eine ist, wir reden immer von Verkürzung der Zeiten bis zu einer Zulassung. Und ich glaube, man muss sich ganz klar darüber sein, dass das nicht bedeutet, dass man irgendeinen Kompromiss macht bei der Sicherheit der Impfstoffe. Die muss gegeben sein und die ist auch gegeben. Und ich glaube, das muss man immer wieder klar machen, dass es bei dieser Verkürzung der Zeiten nicht
nicht passieren darf, dass die Sicherheit der Impfstoffe in irgendeiner Form leidet. Denn das, da würden wir uns alle einen Bärendienst erweisen, wenn das passieren würde. Der zweite Punkt war nochmal, den Klaus Sichertek gerade eben angesprochen hat, die Zulassung der Plattform. Also ich glaube, wir reden im Moment nicht von einer Zulassung der Plattform, sondern immer des konkreten Impfstoffes. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren, ob das bei dem Paul-Ehrlich-Institut diskutiert wird im Moment, ob Plattformen zugelassen werden können. Da kann ich gerne konkret darauf antworten. Du hast völlig recht. Wir reden immer von der Zulassung eines bestimmten Impfstoffprodukts. Aber wenn wir das mal ausdefinieren an der RNA-Plattform für Impfstoffe, wenn wir jetzt tatsächlich dazu kämen, gegen SARS-CoV-2 ein RNA-basiertes Impfstoffprodukt bis zur Zulassung durchzuziehen, mit der gebotenen Sorgfalt, die Daten vernünftig zu erheben und auch zu prüfen, dann haben wir eine gute Basis, dass diese Plattform, und das wäre dann genau die RNA mit den entsprechenden Lipophilen oder Liposomen-Nanopartikeln, eine Basis sein könnte für den nächsten Impfstoff mit einem anderen Antigen gehen. Und dann kann man natürlich gewisse Ableitungen dazu treffen. Das meine ich damit. Ne? Das heißt, wir haben dann einmal einen Präzedenzfall, wo wir wissen, wie sich diese Plattform in Zusammenhang mit einem bestimmten Impfstoffprodukt erhält und können davon ableiten. Ansonsten ist alles richtig und wir stimmen völlig überein. Okay, Herr Kammer dazu auch noch? Ja, ich glaube, das Problem, das wir momentan haben, wenn das Influenza gewesen wäre, wäre das ein neuer Influenza-Stamm aufgetaucht wäre, dann hätten wir die bestehende Produktionskapazität, bestehenden Impfstoffe verwenden können und das wäre nur ein Strain-Change gewesen. Das hätten wir relativ schnell auf den Markt bringen können. Und im Prinzip, wenn man einen Impfstoff gegen Coronavirus am Markt hätte und dann ein neues Coronavirus auftaucht, das eine geringfügig andere Aminosäure-Sequenz hat, könnte man natürlich auch andenken, dass man das einfach nur einen Strain Change nimmt, die Plattform verwendet und das viel schneller durch klinische Studien bringt. Aber leider sind wir nicht in der Situation, weil nach SARS der Impfstoff nicht weiterentwickelt wurde in 2003, 2004. Herzlichen Dank, direkt noch. Ja. Ganz sehr gute Bemerkung und sicherlich wollen wir das alle anstreben. Wir müssen nochmal berücksichtigen, dass wir A, mit der Plattform für die saisonalen Influenza-Impfstoffe, wie wir das jetzt haben, sehr langjährige Erfahrung haben und auch die Strain Changes eigentlich sehr lange Erfahrung haben. Das ist bei RNA-Plattformen gegen Coronavirus noch nicht der Fall. Und insofern müssen wir da etwas vorsichtiger und sorgfältiger agieren, glaube ich, weil die Erfahrung noch nicht so lang ist. Aber sonst denken wir auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem DCIF und anderen über solche Strain-Change-Szenarien nach und versuchen da nachzuarbeiten und hoffen, dass das tatsächlich so ähnlich mal genutzt werden kann, das ganze Konzept. Ich würde jetzt noch mal eben, weil wir enden. Ich würde noch mal gerne eben Herrn Sichertek fragen, und zwar angenommen, mal so ein kleines Gedankenspiel. Wir haben schon einen Impfstoff, der ist zugelassen, den können wir verimpfen. Wer soll den denn eigentlich kriegen, also zuerst, und wie viel würden wir in Deutschland zum Beispiel davon einkaufen, vorausgesetzt, es gäbe genug Impfstoff überhaupt, den wir herstellen können jetzt mal, das vorausgesetzt. Wer soll den kriegen, wie viel haben wir denn dann hier vor Ort? Ja, also zunächst mal hatte ich ja das mögliche Szenario eröffnet, reine Spekulation, um das nochmal zu sagen, dass bei größeren Phase 2-3 Prüfungen schon bestimmte Probanden einbezogen werden könnten. Und in diesem Falle wird der Impfstoff nicht eingekauft, sondern er wird von der Firma bereitgestellt, weil sie ja damit Daten erhebt und eine klinische Prüfung macht. Also entfällt das Einkaufsszenario. Wie groß könnte so eine klinische Prüfung sein? Nun, rein theoretisch haben wir schon bei Impfstoffprüfungen erlebt, dass tatsächlich Zehntausende von Probanden, wenn die entsprechende Herstellung klappt und die anderen Verträge könnten, das zur Anzahl. Und das setzt einige Dinge voraus, die ich ja genannt habe. Der dritte Punkt ist, immer noch ist ja da das Hauptziel tatsächlich, den Impfstoff zu prüfen und das macht man normalerweise an gut informierten und einwilligungsfähigen und einwilligenden Probanden und das ist der gesunde Teil der Bevölkerung, vielleicht verschiedene Altersgruppen und ähnliches. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wir wissen ja von diesem Impfstoff, dass Personen mit bestimmten Grunderkrankungen vielleicht mehr betroffen sind, von schweren Krankheitsverläufen, auch ältere Personen, gerade
ab 70 ist dann ein bestimmter Cut-off, dass man da auch einen bestimmten Arm macht oder solche Personen auf jeden Fall mit betrachtet in Bezug auf die Impfstoffwirkung. Das ist die Idee. Und dann erinnere ich nochmal an das Szenario, das wir hatten mit dem jetzt zugelassenen Ebola-Impfstoff. Da hat ja das Paul-Ehrlich-Institut auch das Assessment bei der Europäischen Arzneimittelagentur mitgemacht. Da ist es uns ja gelungen, tatsächlich Kontakt darüber dann Wirksamkeitsdaten zu erheben. Das ist natürlich ein weiteres, im Moment noch theoretisches Szenario. Also wir reden jetzt von Dingen, die vielleicht im nächsten Jahr passieren, aber wir freuen uns darüber, dass wir diese Szenarien zumindest schon mal da haben und darüber spekulieren können. Also eine Ringimpfung quasi, das, wie es bei Ebola gelaufen ist. Ich gucke noch mal eben schnell hier durch bei den Fragen. Ich habe noch eine etwas, sagen wir mal, Basic-Frage. Und zwar, wer forscht denn eigentlich gerade aktuell insgesamt an Impfstoffen und wie wird die Forschung daran koordiniert? Herr Becker, vielleicht können Sie dazu noch was zu CEPI-Anstrengungen erklären. Und was ist CEPI eigentlich? Na, also das wird im Prinzip, glaube ich, hat die WHO da eher die koordinierende Funktion und gibt die Linien vor. Ich glaube aber, jenseits von der WHO sind sehr viele Forschungsarbeiten an einem neuen Impfstoff gegen dieses SARS-CoV-2 im Gange. Und Sie haben CEPI angewandt. Das ist eine Institution, die wurde 2017 gegründet im Nachklang von dem Ebola-Virus-Ausbruch, als man gemerkt hat, dass im Prinzip für viele große Impfstoffhersteller diese Emerging Viruses nicht so ein großes Interesse haben, weil einfach die Zahl der Menschen, die damit geimpft werden können, zum Beispiel gegen Ebola oder gegen Nipah oder wie man es auch nennt, ist relativ gering, sodass man dass man im Prinzip die Entwicklungskosten niemals wieder rausbekommen wird, wenn man so einen Impfstoff macht. Und als Folge daraus, weil man erkannt hat, dass trotzdem solche Impfstoffe gegen diese Viren wichtig sind, hat sich dann dieses CEPI gegründet. Das ist eine Institution, die wird gesponsert von einigen Regierungen, von der Bill & Melinda Gates Stiftung, von dem Wellcome Trust, und wo jetzt auch eine ganze Menge an Geld zusammengekommen ist, um eben die Impfstoffentwicklung gegen Emerging Viruses, gegen solche Viren, die hochpathogen sind, die eine Bedeutung haben für die öffentliche Gesundheit, vielleicht sogar für die Weltgesundheit, wo es aber trotzdem im Prinzip für Firmen ist nicht interessant ist, sich zu engagieren. Dafür ist CEPI da und dafür gibt CEPI jetzt auch gerade Geld aus für dieses neue SARS-CoV-2, für die neuen SARS-CoV-2-Impfstoffe. Herr Zichutek dazu? Alles richtig, nur zur Ergänzung. Tatsächlich ist bei der WHO so, wir arbeiten schon direkt in Gruppen mit, wo jetzt die Anforderungen definiert werden für Wirksamkeitsprüfung, klinische Prüfung, anderes. Das ist ein ganz wichtiges Gremium. Dann ist es so, dass die International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, also die Leiter der global agierenden Arzneimittelbehörden, dessen Teil wir sind, auch miteinander sprechen und Meetings haben, wie können wir unsere Anforderungen an klinische Prüfungen, an die Zulassung harmonisieren. Die CEPI hat insofern eine Funktion, als dass ja bestimmte Impfstoffentwicklungen finanziert werden. CEPI auch bei den Beratungen zu diesen Impfstoffkonzepten dabei ist, da natürlich gewisse Gesamterfahrung zumindest für diese finanzierten Projekte da ist. Ansonsten ruft auch die WHO turnusmäßig die entsprechenden Impfstoffentwickler zusammen. Aber grundsätzlich ist das ein kompetitives Geschäft. Das heißt, die Impfstoffentwickler versuchen jetzt, möglichst schnell zu sein, möglichst gut zu sein. Und ich hoffe auch, dass es mehr als ein Impfstoffprodukt geben wird, denn diese Monopolisierung täte uns nicht gut. Es wäre gut, da mehrere Konzepte zu erproben, weil man weiß ja am Ende auch nicht, wenn dann so ein Impfstoff im Feld benutzt wird, an wirklich Millionen, was ja ein denkbares Szenario wäre, welcher Impfstoff sich am Ende am besten durchsetzt und wie die Eignung ist im Detail. Das heißt, viele kompetitiv zur Zulassung zu entwickeln, ist eine gute Idee. Das zu harmonisieren, global über WHO, ICMA und ähnliche Vereine und dann gucken, dass wir in der Richtung was erreichen. Wie sehr sind Sie denn da mit China im Austausch auch? Oder können Sie was dazu sagen, wie sehr China da auch einen Beitrag gerade leistet? Ich meine, die sind da wahrscheinlich auch in der Wissenschaft relativ überlastet mit dem, was sie sowieso vor Ort haben, aber werden sich ja auch in der Impfstoffentwicklung beteiligen. Und ich habe die Frage hier bekommen, ob es vielleicht da sogar sein könnte, dass sie, sagen wir mal, schneller sind mit der Impfstoffentwicklung, weil es eine andere politische Situation auch dort gibt und da ja andere Regeln gelten, sage ich mal. Könnte da jemand was zu sagen?
Ja, ich kann sagen, dass in den Kreisen WHO und ECMA China beteiligt ist, sodass wir ganz herzlich mit den Kollegen in Kontakt stehen. In Bezug auf die Geschwindigkeit, denke ich, haben wir genügend Vorgaben, dass die Kollegen in China genauso sorgfältig die Daten erheben wollen wie wir auch. Und das ist halt ein Faktor, der eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Vielleicht ist die Situation in China im Moment zumindest noch so, dass bei Impfstofftests natürlich auch eine gewisse Auskunft über Wirksamkeit gegeben werden könnte. Das könnte einen Entwicklungsvorteil geben, aber ansonsten sind wir alle gefragt, schnell zu entwickeln und mitzuhelfen. Mhm. Herr Kammer, ich habe vielleicht noch mal eine Frage an Sie. Wenn Sie sich jetzt einen Impfstoff wünschen dürften, wie sähe der aus? Also was wäre quasi ein geeigneter Impfstoff? Was macht der auf der molekularen Ebene? Was macht der vielleicht auch im Patienten? Weil ich habe zum Beispiel die Frage hier, kann man heute schon sagen, ob ein Impfstoff auf eine Antikörperproduktion oder auf die Erzeugung von T-Zell-Lymphozyten abzielen muss? Also ich glaube, die Idee momentan ist, dass man neutralisierende Antikörper induziert. Es hat Impfstoffkandidaten gegeben für SARS zum Beispiel, die am N-Protein basierend waren, das ist das Nukleoprotein. Die haben nicht besonders gut funktioniert im Tiermodell. Man hat wirklich das Spike, das Oberflächenprotein gebraucht, um da gute Effizienz zu kriegen. Also ich glaube, ein Impfstoff in dem Fall idealerweise fokussiert auf das Spike-Protein. Was ich mir vorstellen würde, ich meine, ist, man muss aufpassen, da hat es eine frühe Frage dazu gegeben. Wenn man den, man hat Studien gemacht, wo man Leute, die mit SARS infiziert waren, da hat man die Immunantwort charakterisiert und man sieht, dass nach 2 bis 3 Jahren die neutralisierenden Antikörper im Prinzip verschwinden. Es gibt ähnliche Daten für MERS. Und wir wissen auch, dass mit diesen humanen Coronaviren, die etwa 30% aller grippalen Infekte auslösen, dass man mit denen wieder infiziert werden kann nach 1 bis 2 Jahren. Also die Immunantwort nach einer Coronavirus-Infektion ist zwar am Anfang relativ stark, scheint aber nicht sehr langlebig zu sein. Mein idealer Impfstoffkandidat schneidet da besser ab. Also es wäre ideal, einen Impfstoffkandidat zu haben, der recht langlebige Antikörperantworten induziert, vielleicht lebenslang, weiß ich nicht, ob das möglich ist, aber sicher länger, als was man nach einer Infektion kriegt. Ich glaube, das wäre wichtig, weil sonst muss man das immer wieder verimpfen und das wäre natürlich problematisch. Das ist was wir für Influenza machen müssen. Das ist leider ein großer Aufwand. War dazu noch eine Wortmeldung? Ja, HealthyTech, ne? Ja, ich möchte gerne noch ergänzen. Wir haben ja mit den Vektor- und den DNA-RNA-Impfstoffen, die besonders en vogue sind für diese Lage, für die neuartigen, neu auftretenden Erreger, die Lage, dass wir Gene in Körperzellen transferieren, dass dort diese schützenden Antigene wie das Spike-Protein gebildet werden und dann hat das werden eigentlich alle Arme des Immunsystems angesprochen, sowohl die zelluläre als auch die neutralisierende. Ich gebe völlig recht, meistens sind es die neutralisierenden Antikörper, die entweder den Schutz bewirken oder zumindest am besten mit dem Schutz korrelieren, aber auch ein Beitrag von Innate-Immunsystem, also im Angeborenen, könnte eine Möglichkeit sein. Eine zweite Sache, ich habe hier so rechts im Chat so ein bisschen eine Bemerkung gesehen, da ging es darum, werden denn alle sich impfen lassen? Also ich glaube, in einer Situation, wo dann die Bedrohung tatsächlich vor der Tür steht, wird die Impfwilligkeit schon ein bisschen besser sein, als sie vielleicht manchmal ist, unter anderem in Deutschland. Das andere, wir sollten jetzt auch nicht übertreiben hinsichtlich der Anforderungen. Ne? Ein Impfstoff, wenn wir erstmal einen spezifischen Impfstoff herkriegen, der über mehrere Wochen oder Monate einen guten und einen hohen Prozentsatz von Schutz ergibt, wären wir doch alle sehr glücklich und dann kann man mit weiteren Sachen daran arbeiten. Zum Beispiel haben auch Firmen in Aussicht gestellt, ihre Adjuvanz-Plattformen und Technologien zur Verfügung zu stellen, um da nochmal Verbesserungen zu schaffen. Also bisschen dabei bleiben, jetzt brauchen wir was Gutes und was sehr Gutes kann dann vielleicht in Zukunft kommen. Und Beispiele dafür ist übrigens der Ebola-Virus-Impfstoff, der ja ausgezeichnete Wirksamkeit im Feld gezeigt hat und der wirklich ein gutes
sagen wir mal, Vorbild in dieser Beziehung sein kann. Es gab eine weitere Frage, gibt es schon RNA und DNA-Impfstoffe? Da sind wir noch nicht so weit. Da muss man wirklich was tun. Und das war dieser Gedanke, mal eine Plattform bzw. einen spezifischen Impfstoff mit einer Plattform zur Zulassung zu bringen, dass wir da genauer Bescheid wissen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg dazu. Aber bei den Vektorimpfstoffen haben wir zumindest auch FOSV, also vesikuläre Stomatitis-Virusbasis. Schon mal ein Beispiel: bei MVA wissen wir, dass MVA selber sehr gut und verträglich ist und auch schützt und, und. Also wir haben doch vielfältige Erfahrungen, auf der wir aufbauen können. Das gibt uns Hoffnung. Danke. Es geht jetzt ein bisschen weiter noch die Frage, und zwar, inwiefern kann die Entwicklung von Medikamenten von der Impfstoffentwicklung profitieren? Ich weiß nicht, Herr Becker, können Sie da vielleicht was zu sagen? Also kann man irgendwelche Prinzipien, die für einen Impfstoff gelten, auch überführen in Medikamente und dann spezifische Medikamente entwickeln? Also ehrlich gesagt, ich habe die Frage gesehen, habe gehofft, dass Sie mich nicht fragen. Ja. Ich kann dir helfen, Stefan. Ich habe da nicht so große Ideen. Also für mich sind im Prinzip diese antiviralen Wirkstoffe und die Impfstoffe tatsächlich ein relativ deutlich unterschiedliches Feld. Und bei den Impfstoffen, und die ergänzen sich halt hervorragend, bei den Impfstoffen denken wir eigentlich vorwiegend an Prophylaxe, und bei den antiviralen Medikamenten denken wir doch eher an die Behandlung selbst der Erkrankung. Also mir erschließt sich das momentan nicht, aber Herr Psychotech hat da bestimmt. Ja, Stefan, da kann ich helfen. Also A, das stimmt völlig, die tatsächlichen antiviralen Chemotherapeutika, die entwickelt werden, die greifen eigentlich die Vermehrung des Virus an und hemmen die Polymerase dazu. Und da kann man zurückgreifen auf Erfahrungen mit anderen Viren schon. Und Remdesivir ist ein Kandidat, der im Moment in der klinischen Prüfung getestet wird. Das ist in Ordnung. Aber es gibt eine zweite Linie des Gedankens. Manchmal helfen auch Cocktails von monoklonalen Antikörpern oder sogenannte rekonvaleszenten Serien, in denen viele Antikörper, schützende Antikörper schon entnommen wurden, den Patienten, die so eine Infektion schon durchgemacht haben und recovered haben. Also da sind, und zumindest in Bezug auf solche Antikörper-Cocktails, die dann manchmal im Akuttherapieszenario sehr hilfreich sind, die könnten profitieren von den Erkenntnissen der Impfstoffe in Bezug auf die Frage, was ist das schützende Agens, welche Antikörper sind geeignet, hier das Virus zu stoppen. Und gestoppt wird es ja in dem Sinne, dass die Weitergabe an viele Zellen im Körper verhindert wird. Herr Kramer dazu, ja? Ja, ein weiteres Kommentar dazu ist eine klinische Studie mit Seren von Leuten, die die Infektion überlebt haben, ist in China mittlerweile am Laufen. Es gibt auch in den USA eine Firma, die transgene Kühe hergestellt hat, die humane IgG-Antikörper produzieren. Da gibt es Studien, hat es Studien zu MERS gegeben. Also man kann die Kühe im Prinzip dann mit dem Impfstoff impfen und das Serum dann verwenden, um Leute zu behandeln. Wie gesagt, das ist im Tiermodell gezeigt worden, dass das recht gut funktioniert für MERS. Ob das jetzt zum Einsatz kommt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber da ist, glaube ich, schon eine Überschneidung mit Impfstoffherstellung gegeben. Ja, außerdem gibt es ja noch die Idee, dass gerade die schwere Lungenkrankheit, da gibt es auch bestimmte Therapieideen, die es gibt, behandelt werden kann. Also man muss nicht nur aufs Virus zielen bei der Therapie, sondern möglicherweise auf bestimmte Organe, die betroffen sind, und da versuchen zu helfen, vielleicht schon mit bekannten Medikamenten. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob Sie die auch schon im Chat gelesen haben, Herr Psychotech. Inwiefern soll denn der Journalismus auf die Impfstoffentwicklung reagieren? Also ich meine, wir sind jetzt hier Journalisten, die zuhören. Was würden Sie sich denn wünschen von der Berichterstattung? Denn zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Migal-Projekt betrachtet, war ja schon sehr, sagen wir mal, also das Wort Breakthrough ist ja eins meiner Lieblingsworte in der Berichterstattung. Ab welchem Zeitpunkt ist es okay, eben wirklich von einem Breakthrough zu sprechen? Wann haben wir einen Impfstoff und wie soll der Journalismus darüber berichten? Haben also Sie erstens, vielleicht ein Abschlussstatement, jeder. Ja, vielen Dank. Erstens wünsche ich mir Zurückhaltung, denn tatsächlich rufen wir zu häufig zu früh schon Erfolg aus, und das muss man mit aller Sorgfalt betrachten und vorsichtig sein. Zweitens aber den Impfgedanken durchaus der Bevölkerung nahebringen, denn es gibt keinen Grund zu glauben, dass zugelassene Impfstoffe nicht sicher, verträglich und wirksam sind. Und das sind die zwei Beiträge, die Journalisten leisten können. Grundsätzlich habe ich immer den Anspruch, dass ein Journalist im Grunde der Übersetzer ist
für die wissenschaftlichen Dinge, die gehen, vielleicht auch die richtige Wertung vornehmen kann. Das wünschen wir uns am meisten. Also weniger sozusagen auf die großen Skandale achten, sondern mehr vermitteln, so objektiv vermitteln, was ist wirklich los in der Breite des Feldes, was passiert, und das so ein bisschen auch für den entsprechenden Zuhörer aufbereiten. Denn gerade Wissenschaftsjournalisten haben ja da auch eine besondere Verantwortung. Die haben ja den Kopf, die Wissenschaft zu verstehen, und die haben gleichzeitig den Kopf, den Wissenschaftler manchmal nicht haben, das so zu vermitteln, dass auch der Laie versteht. Da will ich direkt mal kurz drauf eingehen. Ja, wir haben aber auch die Position, die Wissenschaft kritisch zu begleiten und vielleicht auch mal zu hinterfragen. Na, Fast-Track-Verfahren, geht das vielleicht wirklich oder ist da auch irgendwie Concern über Sicherheit etc.? Aber das hat der Becker ja gerade schon angesprochen. Fast-Track heißt nicht, dass wir Sicherheitsprobleme haben. Und so sollten wir das dann offenbar auch kommunizieren, wie Sie sagen, Herr Psychotech. Aber Herr Becker, ja? Ja, es geht mir in die Richtung, die Sie gerade gesagt haben. Also mir... Also ich glaube im Prinzip nicht, dass die Wissenschaftsjournalisten unser Sprachrohr in die Öffentlichkeit sein sollten, sondern ich kann mir schon eine kritische Begleitung sehr gut vorstellen, allerdings dann auch kritisch gegenüber allem, was da ist. Ja, und nicht sowas, diese himmelhoch jauchzend zu Tode betrübte Mentalität, die wir jetzt sehen, das finde ich ein bisschen langweilig eigentlich. Ja. Also dieses ständige Auf und Ab. Das ist das, was uns eigentlich auch dann bei der Pandemie 2009 hinsichtlich des Impfstoffgedankens wirklich das Knick irgendwie gebrochen hat. Dieses permanente, das ist ein schrecklich gefährliches Virus, wir brauchen unbedingt einen Impfstoff, bis zu dem Punkt hin, das Virus ist doch wirklich eine lahme Ente, ihr wollt uns mit dem Impfstoff quasi vergiften. Und genau dieses Hin und Her, dieses ständige Auf und Ab, das verunsichert natürlich die Bevölkerung total. Und also der Bevölkerung die Möglichkeit an die Hand zu geben, sowas für sich selbst dann zu entscheiden, was sie wollen oder was sie nicht wollen, ohne permanent hin und her geworfen zu werden, das würde ich mir echt wünschen vom kritischen Journalismus. Vielen Dank. Herr Kramer, haben Sie noch einen Punkt dazu, vielleicht auch mit der internationalen Perspektive? Nein, nicht wirklich. Also Herr Becker hat das jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich wollte nicht das Wort abschneiden, aber ich fand auch, dass das ein sehr schönes Schlussstatement war für dieses Webinar. Ich wollte mich an dieser Stelle bei Ihnen dreien ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sind 2 Minuten drüber, aber ich hoffe, alle konnten weiterhin zuhören und haben uns noch weiterhin gesehen. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag und vielen, vielen Dank nochmal. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Sehr schön. Tschüss. Bis dann, tschüss.